Okay, gut, also wir kommen zum VBT 2015, nämlich wir checken jetzt die Vorrunden ab von Entertainment. Das VBT war ja ein riesen Ding. Wir sind gerade live, kommt gerne vorbei, Links in der Beschreibung. Der Chat hat mich ein bisschen aufgeklärt, wie das VBT aufgebaut war. Quasi jeder kam rein, es gab keine wirklichen Bedingungen, daher war dieses Teilnehmerfeld von Anfang an extrem riesig. Das heißt, man musste Vorrunden machen, dann sind Leute rausgeflogen, dann ging es los mit 64. und dann ging es so runter. Also es war ein riesen Battle. Die Jury war so mal so kompetent, also da war auch, das war auch nichts Gelbe vom ISO. Nichtsdestotrotz geben wir uns jetzt die drei Vorrunden von Entertainment alle in diesem Video, weil ich sehe es nicht ein, für 1 Minute 45 ein separates Video zu machen. Das heißt, wir packen alle Vorrunden in ein Video und dann geht es so weiter mit dem 64., 32. und so weiter und so fort, je nachdem, wie weit Entertainment gekommen ist. Wer weiß. Erste Vorrunde war gegen Verzone. Verzone sagt mir überhaupt nichts, ist glaube ich auch gar nicht so wichtig, weil das Niveau generell beim VBT glaube ich nicht so krass hoch war so. Und dann kommt da jemand rein wie ein Entertainment. Da gehst du halt schon direkt davon aus, dass er komplett von A bis Z rasieren wird. 1,45, liken, support, Kamot. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. Vorrunde Nummer 1. Bin sehr gespannt, Abfahrt. Das fängt wie ein schlechtes Horrorspiel an. Das fängt wie ein schlechtes Horrorspiel an. Macht mir jetzt schon ein bisschen Angst. Irgend so eine Synth-Melodie mit so einer Flöte oder sowas drauf. So hart gewobbelt. Also so ein ganz... Boah, Digga, so ganz... Das gibt so voll dieses psychoakustische Feeling gerade schon. Digga, ich glaube, jetzt werden gleich wieder Leute zerstückelt. Auch ohne Axt, das ist dem scheißegal. Im VBT geht's auch ohne Axt. Das Schlachtfest kann beginnen, ich komm auf Papp. Das Schlachtfest kann beginnen, ich komm auf Papp und Absinth. Birne dich im Battle und streu deine Asche in den Wind. Der Sohnemann Satan, schonungslos makab. Ich mach Lyrics auf, oder? Dich im Battle und streu deine Asche in den Wind. Deine Asche in den Wind, guck mal, wie das betont. Der Sohnemann Satans, schonungslos. Der Sohnemann Satans, Digga. Birne dich im Battle und streu deine Asche in den Wind. Der Sohnemann Satans, schonungslos makaber. Er freut sich auf Schore und Barze an verkohlten Kadaver. Reime, Bro, Reime, meine Freunde. Immer wieder, wenn ich Entertainment höre, merke ich eigentlich, wie viel Bullshit ich mir eigentlich an einem Donnerstagabend gebe. Also Real Talk, ich habe den größten Respekt vor jedem Künstler, in Anführungsstrichen, auf dieser Welt. Jeder, der Musik macht, jeder, der Musik auf seine eigene Art und Weise macht. Vielleicht kommt man mit der Musik in Playlisten, vielleicht erobert man mit der Musik die Charts. Mir vollkommen egal, ich habe Respekt vor jedem, aber ich merke immer wieder, wenn ich Entertainment bei VBT oder JBB höre, so, wie wack eigentlich diese Reime von etablierten Künstlern sind. Bro, guck mal, er reimt. Satan, schonungslos makaber. Der im Battle und streu deine Asche in den Wind. Der Sohnemann Satans. Der Sohnemann Satans. Schonungslos makaber. Schonungslos makaber. Er freut sich auf Schore und Barze an verkohlten Kadaver. Ich brauche keine Message, Bitch, auf braunem oder Acid Trips. Missbrauch ich deine Stärke, bist du taube, nix zu spät, piss dich. Bitch, auf braunem oder Acid Trips. Auf braunem oder Acid Trips? Keine macht den Drogen an der Stelle. Missbrauch ich deine Stärke, bist du taube, nix zu spät, piss dich. Schwitzt deiner Braut in ihre Fresse, bis sie aussieht, als hätt sie mit verbundenen Augen Schaumküsse gegessen. In ihre Fresse, bis sie aussieht, als hätt sie mit verbundenen Augen Schaumküsse gegessen. Auch dieses Lachen. In ihre Fresse, bis sie aussieht, als hätt sie mit verbundenen Augen Schaumküsse gegessen. Dieses Lachen-Adlib. Der an deiner Mutter, als hätt sie mit verbundenen Augen Schaumküsse gegessen. Hier ist der Typ, der an deiner Mutter in die Pussy fickt, du bist alt, schwach und hässlich. Guck mal, er hat so krasse Zeilen so, und dann kommt er mit so einer Plumpen auf die 1 um die Ecke. Hier ist der Typ, der an deiner Mutter in die Pussy fickt. Hier ist der Typ, der deine Mutter in die... Bro, wie plump und trocken diese Zeile auf einmal kommt. Verbundenen Augen Schaumküsse gegessen. Hier ist der Typ, der deiner Mutter in die Pussy.
bist alt, schwach und hässlich und dein Push am Pulli pusht dich durch. Guck mal, am Ende der Zeile, wie er das betont. Deiner Mutter in die Pussy fickt, du bist alt, schwach und hässlich und dein Push am Pulli pusht dich durch. Und dein Push am Pulli pusht dich nicht. Ich begrüße Leute nur mit Sektempfang, die Beute ist im Netz gefangen, drum heute ich dich jetzt gepackt. Auch gute Reime. Grüßen Leute nur mit Sektempfang. Nicht begrüßen Leute nur mit Sektempfang. Die Beute ist im Netz gefangen. Die Beute ist im Netz gefangen. Drum häute ich dich jetzt, du Punk. Drum häute ich dich jetzt, du Punk. Guck mal, das ist einfach wieder gute, geile Reime so. Die auch komplett für Entertainment stehen. Asi, psychomäßig, aber genau das lieben wir doch, Chat. Beutel weiße Crack und dann blickst du dem Tod in die Augen. Und der Teufel liegt am letzten Tag. Aber guck mal, ich habe so das Gefühl, wenn der am Mic steht, der ist so voll komplett im Film. Der betont jede Silbe so voll unique, so voll einzigartig einfach. In die Augen. Und der Teufel lädt zum letzten Tanz. Und der Teufel lädt zum letzten Tanz. Wisst ihr, was ich meine? Ente ist immer im Film. Ente ist immer in seinem eigenen Film, Chat. Also real talk. Die Augen. Und der Teufel lädt zum letzten Tag. Ich zieh die Gun und ball auf dich los und du stirbst tausend Tode, dass ich alles wiederholen. Nice. Auch ganz nice. Und ball auf dich los und du stirbst tausend Tode, weil sich alles wiederholt. Auch ganz nice. Ich zieh die Gun und ball auf dich los und du stirbst tausend Tode, dass ich alles wiederholen. Du denkst, ich scherze jetzt, doch ich erschieß dich. Oh, Digga, der Drop kam böse. Tausend Tode, dass ich alles wiederholen. Du denkst, ich scherze jetzt, doch ich erschieß dich und deine Mom während gefickt und die Dorfmatratze mit deinem Sterbebett. Da sind wir wieder bei dem Thema. Wir sind hier wieder bei einer Zeile, wo mich ein bisschen. Also, der Reim ist wieder geil und die Message, wie er das rübergebracht hat, auch wieder nice. Aber ich hab schon wieder so. Wow, hat er das gerade echt gesagt so? Auch das Bild, was er mir jetzt dabei in den Kopf wirft, möchte ich eigentlich nicht im Kopf haben. Das ist das Ding, wisst ihr, was ich meine? Doch ich erschieß dich und deine Mom während gefickt und die Dorfmatratze mit deinem Sterbebett. Dieses Bild möchte ich nicht im Kopf haben. Deine Kleine wird geknallt, sobald da was Grünes für mich bei rausspringt, wie im 3D-Film von Hulk. Ich kill dich mit Auch gut. Sobald was Grünes für mich rausspringt, wie beim 3D-Film von Hulk. Sobald da was Grünes für mich bei rausspringt, wie im 3D-Film von Hulk. Auch ganz nice. Auch 3D rausspringt, weil das so 3D-mäßig kommt, ganz nice. Kill dich mit Basies und Glockpatronen, wie wird auf der Straße ausgetragen, wie Babys von Obdachlos. Halt dich fest, in the end. Halt dich fest. Auf der Straße ausgetragen, wie. Die Babyzeile auch ganz nice. Babys von Obdachlos. Halt dich fest, in the end ist dran, als König gekommen, als Legende gekommen. Ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass er mit der Vorrunde 1 eigentlich schon so ins 64. gekommen wäre, oder? Oder musste man... Wie viele Vorrunden musste man denn generell machen, Chat? Musste man immer 3 Vorrunden machen oder hat es variiert? Je nachdem, wie viele Teilnehmer durchgekommen sind oder je nachdem, wie viele Teilnehmer angenommen worden sind, waren es immer 3 Vorrunden? Also das ganze System vom VBT war, glaube ich, nicht so ausgeklügelt. Okay, das war die Vorrunde 1. Ich bin sehr gespannt auf die anderen beiden Vorrunden. Ich habe gerade irgendwie Kasa gelesen. Und nicht GMRA, GMRA. Ich habe irgendwie Kasa gelesen. Vielleicht habe ich noch so ein bisschen Albträume von der Runde von Kasa. Ich habe nur so ein paar Flashbacks, weil Kasa wurde ja gottlos, aber richtig gottlos von Ente in Boden gestampft. Richtig gottlos. Aber okay. Vorrunde 2, 2,45. Hier auch liken. Support ist come out. Ihr wisst doch Bescheid, wie es läuft. Abfahrt. Ist das wieder Koala rechts? Macht er diese wunderbaren Zuckerhooks? Der kommt aus der Stadt, der Verdammte. Ist er? Okay. Platz jede Nacht an dem Stadt. Umgeben von Blendern. Geiler Beat direkt. Am Tisch. Wer kommt aus der Stadt, der Verdammte? Plant jede Nacht an dem Stammtisch. Der macht die engelsgleichen Harmonien, so sieht's aus. Also, Eispalast läuft immer noch hoch und runter bei mir. Du siehst aus wie eine Schwuchtel auf Fotos und gehst lutschen für Promo. Oder warum hast du Homo einen Kussmund als Logik? Ich weiß nicht so, also
ich kann es hier noch so 85.000 Mal sagen, aber das Gesamtpaket bei einem Entertainment ist so psychomäßig und so verstörend, aber auch so unglaublich krass und erstaunlich zugleich irgendwie. Guck mal, wie er mit der Gestikulierung wieder reinkommt und dann anfängt zu rappen so. Ich kann jeden verstehen, der sagt, hey, diese ganzen Themen sind nichts für mich, und ich kann jeden verstehen, der sagt, ich höre deswegen auch Entertainment nicht, weil er für mich irgendwie, ja, oftmals oder meistens so Themen anspricht, mit denen ich mich nicht identifizieren kann. Wir wissen alle, welche Themen, Chat. Ich verstehe jeden, der das so sagt. Aber wenn du mal dem Künstler generell Entertainment eine Chance gibst und dir auch mal die Alben anhörst, was wir sowieso noch tun müssen, wir haben uns gerade mal nur ein paar Tracks aus seinen Alben angehört, so Eispalast, Behalt's für dich und so weiter, dann lernst du auch viel mehr diesen Künstler generell noch kennen und dass er auch anders kann. Und ich finde genau diese andere Seite voll interessant bei ihm. Aber ich glaube, er wird generell auch menschlich anders, sobald er die Maske auf hat. Ich glaube, wenn er die Maske unten hat, ist er der liebste Mensch der Welt. Könnte ich mir gut vorstellen so. Auf Arbeit generell, keine Ahnung. Der könnte ja auch im Supermarkt vor dir an der Kasse stehen so. Den würdest du ja außer an der Stimme, wenn du ein Hardcore-Fan bist, nicht erkennen. Ich glaube aber, sobald die Maske auf ist, ist er ein anderer Mensch. Du siehst aus wie eine Schwuchtel auf Fotos und gehst los. Du siehst aus wie eine Schwuchtel auf Fotos. Guck mal, auf Fotos. Watschen für Promo oder warum hast du Homo einen Kussmund als Lob? Ich zerstampfe diese Tunte und zerreiß dich mit der Zeile ab. Mehr Punches in der Runde, als du Likes auf deiner Seite. Nach einem hab mehr Punch in meiner Runde, als du Likes auf deiner Seite. Nein. Stampfe diese Tunte und zerreiß dich mit der Zeile ab. Mehr Punches in der Runde, als du Likes auf deiner Seite. Nach einem Maitai und einem Feigling wird die breitbeinige kleine Slut von deiner Page von mir mit meiner Fleischpeitsche gepeinigt. Digga. Ich weiß nicht, ich hab's am Anfang auch nicht so krass gefeiert, bin ich ehrlich, ne? Gerade bei solchen Zeilen, komm mit Mai Tai um die Ecke oder sowas, oder gepeitscht oder so ein Shit, ich denk so, wow, das war jetzt nicht so mein Film, aber so mehr, umso mehr ich mich auf Entertainment eingelassen hab, umso mehr hab ich sowas feiern gelernt und lieben gelernt. Bruder, was reimt der hier? Bei Tai und einem Feigling wird die Breitbeinige. Ich bin der Zeile ab, mehr Punches in der Runde, als du Likes auf deiner Seite. Nach einem Mai Tai und einem Feigling wird die breitbeinige kleine. Guck mal, nach einem Mai Tai und einem Feigling. Diese kleinen Dinger. Feiglinge, ups, wollte ich nicht. Feiglinge sind sowas wie Klopfer, oder Chat? Ich habe natürlich nichts mit Alkohol am Hut. Beruhigt euch. Klopfer kenne ich. Klopfer kennt jeder, glaube ich. Feiglinge ist fast genau das gleiche, oder? Ente ist verstörend. Die Atmosphäre catcht einfach. Das stimmt. Also die Entertainment-Atmosphäre, die musst du auch mögen, aber Ente kann dich mit der Atmosphäre auf jeden Fall catchen. Okay, Feiglinge waren sowas wie Klopfer. Okay, Chat, keiner macht einen Drogen, keiner macht einen Alkohol an der Stelle. Ab mehr Punches in der Runde, als du Likes auf deiner Seite. Nach einem Maitai und einem Feigling wird die breitbeinige kleine Slut von deiner Page von mir mit meiner Fleischpeitsche gepeinigt. Mit meiner Fleischpeitsche. Weiß nicht, was er meint, Chat. Keine Ahnung. Und ein Feigling wird die breitbeinige kleine Slut von deiner Page von mir mit meiner Fleischpeitsche gepeinigt. Ich kann punchen wie kein Zweiter und da bring ich deine Standardmasken-Lines leider nicht ansatzweise weiter. Auch nice. Ich kann punchen wie kein Zweiter. Auch diese Doubles drauf auf Zweiter. Auch ganz nice. Nicht mal ansatzweise weiter. Auch diese Doubles auf weiter drauf, dass die Reime gut im Vordergrund stehen oder hervorgehoben werden, nice. Ich kann punchen wie kein Zweiter und da bring ich deine Standardmasken-Lines leider nicht ansatzweise weiter. Du wirst glasklar zerpflückt, bereite dich auf Sterne sehen vor, als ob du in einer Maßkapsel sitzt. Bro, ich muss nach jeder Zeile stoppen. Ich muss. Und mir gehen auch die Kommentare am Arsch vorbei, ja, lass doch mal länger laufen. Bro, ich reagiere einmal auf das Ding und lade es so hoch. Wenn du das Original sehen möchtest, ich habe alle Links in der Beschreibung von der Vorrunde 1 bis 3. Also geh mir bitte mit diesem Kommentar nicht auf den Sack. Dankeschön. Guck mal hier. Du wirst glasklar zerpflückt. Bereite dich auf Sterne sehen vor, als ob du in einer Maßkapsel sitzt. Auf paar Batzen Shit bring ich einen Punch und du kriegst mit deinem Daddy in den Schlafsack zurück. Du beschiss. Asi. Hit, bring ich einen Punch und du kriegst mit deinem Daddy in den Schlafsack zurück. Du beschissener Lauch, kriegst du ein paar Tritte in den Bauch. Ich reiß dir die Rippen heraus, Bitch, und schlitze dich auf. Du beschissener Lauch.
Obwohl, ich wollte gerade sagen, obwohl Ente ja auch nicht der breiteste ist, das lasse ich aber mal. Das habe ich mir nur in Gedanken gerade ausgemalt. Ich habe es nicht aus. Doch, ich habe es eigentlich gerade ausgesprochen, aber ich habe ja nur meine Gedanken ausgesprochen. So. Ich habe es eigentlich nicht wirklich gesagt, so, also nicht wirklich eine Behauptung daraus getan. Ente ist wirklich breit und ich habe Respekt und auch vielleicht ein bisschen Angst vor ihm, je nachdem, wer weiß. Und aufgrund deines Namens kommst du nicht heraus. Und es war eine Rowley-Chat, habt ihr recht. Und schlitze dich auf. Und aufgrund deines Namens kommst du nicht mehr aus der Geschichte heraus. Wer kommt aus der Stadt der Verdammnis? Plant jede Nacht an einem Stammtisch seinen taktischen Angriff, tötet sie alle und waltet Kraft seines Amtes. Auch gute Reime. Auch wieder gute Reime. Seinen taktischen Angriff, tötet sie alle und waltet Kraft seines Amtes. Wer kommt aus der Stadt der Verdammnis? Verdammnis, Angriff. Plant jede Nacht an einem Stammtisch seinen taktischen Angriff, tötet sie alle und waltet Kraft seines Amtes. Auch so eine kleine Hook reingepackt mit geilen Reimen. Nice. Sehr, sehr nice. Es geht mir hierbei auch nicht um Hooks. Also generell, ich bin Freund von Hooks. Ich liebe Hooks auch generell, wenn sie ins Ohr gehen und auch im Ohr bleiben so. Aber gerade bei so VBT, JBB Sachen, gerade bei Entertainment oder sowas, der durch Lyrik, der durch Punches, der durch Reime glänzt, brauche ich eigentlich nur 35 Minuten Part. Wisst ihr, was ich meine? Du willst hoch hinaus. Ente ist vielleicht ein Lauch, aber kein beschissener Lauch. Das stimmt. Vor Ente habe ich Respekt, ich sage euch, wie es ist. Gesunden Respekt. Seinen taktischen Angriff, tötet sie alle und waltet Kraft seines Amtes. Du willst hoch hinaus, doch wirst gehängt in der Stadt. Das ist tierische Wut gegen menschliches Wrack. Guck mal, du willst Haus hoch hinaus oder sowas. Doch wirst gehängt in der Stadt. Du willst hoch hinaus, doch wirst gehängt in der Stadt. Wirst gehängt in der Stadt, das ist tierische Wut gegen menschliches Wrack. Auch gut, das ist tierische Wut. Menschliches Wrack. Auch nice. Real Talk. Du willst hoch hinaus, doch wirst gehängt in der Stadt, das ist tierische Wut. Vielleicht ist Ente auch die Düsterheit in Person. Chat, könnt ihr auch recht haben. So, vielleicht er verkörpert die Düsterheit. Wisst ihr, was ich meine? Gegen menschliches Wrack. Du willst Akzeptanz, du Fotze, doch dein Clip hat nur 8 Cent Pfand gekostet. DM. Ey, sobald er Pfandzeilen bringt oder sowas, muss ich direkt in die Zeile denken. Ohne Leergut, voll schlecht. Gegen Jasper war die, glaube ich. Jasper? Ja. Die geht's ohne Leergut, voll schlecht. Digga, das war eine Zeile, ne? Akzeptanz, du Fotze, doch dein Clip hat nur 8 Cent Pfand gekostet. DM. 8 Cent Pfand gekostet, auch nice. Akzeptanz, du Fotze, doch dein Clip hat nur 8 Cent Pfand gekostet. GMRA. Mach doch lieber was als Pfleger, Gärtner oder Häkellehrer. Das wär Leben. Gibt's Häkellehrer, Chat? Gibt's Häkellehrer oder muss man häkeln so über YouTube-Videos lernen, so ein Shit? Häkellehrer. Aber hat gut in Reim gepasst. Mach doch lieber was als Pfleger, Gärtner oder Häkellehrer. Das wär lebenswert. Ich bin Trainer mehrerer Schläger, die Gegner den Schädel gern mal. So. Das wär lebenswert. Lebenswerter. Ich bin Trainer mehrerer Schläger, die Gegner den Schädel gern mal. Solange mit Klingen eines scharfen Skalpells verstimmen, bis man denkt, dass sie mit dir im Sägewerk war. Gibt doch Häkelkurse? Real Talk? Oh, okay. Da gibt's also in den Häkelkursen gibt's dann auch logischerweise Häkellehrer, oder? Also hat die Zeile. Also ist Häkellehrer nicht irgendwie gezweckt so? Es gibt tatsächlich wirklich Häkellehrer so. Die dir das Häkeln beibringen, oder? Lange mit Klingen eines scharfen Skalpells. Was denn auch sonst? Stimmen, bis man denkt, dass sie mit dir im Sägewerk war. Assi-Zeile. Du wirst verspottet, denn auf Portwein und Crystal kann man das Loch deiner Schnitte für Sportpreise ficken. Assi-Zeile. Wir belassen es einfach bei Assi-Zeile. Wir belassen es. Oh, Digi. Auch diese Bilder, die er mir wieder in den Kopf wirft. Brudi, brauche ich nicht, sag ich dir ehrlich. Brauche ich nicht, aber das gehört halt zu Entertainment dazu. So. Du wirst verspottet, denn auf Pottwein und Crystal kann man. Denn auf Pottwein und Crystal. Das Loch deiner Schnitte für Spottpreise ficken. Für Spottpreise. Ich komme in dein Block eingeritten und verspeise. Aber guck mal, er zieht den Reim weiter durch. Ich komme in dein Block eingeritten. Ich sehe dich wie Kochreis und Schnitzpreise. Ich bin gespannt, was er jetzt rein. Ich komme in dein Block eingeritten und verspeise dich wie Kochreis und Schnitzel. Deine Bars sind harmloser als Hochzeitsgedichte. Du machst deinem Namen alle Ehre und wirst von der Gottheit vernichtet. Boah, die Geböp.
Ich sag dir, wie es ist, ne? Boah, Entertainment, was Reime angeht. Yo, 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 yo. Auch wie er den Reim einfach auf die nächste Eins weiterzieht, auf die nächsten Zeilen weiterzieht und einfach so weiterreimt. Ich komme in deinen Block eingeritten. Der kann mir wirklich gute Bilder in den Kopf werfen, so. Aber teilweise auch Bilder, die ich gerne einfach nicht im Kopf haben würde, so. Sind harmloser als Hochzeitsgedichte. Harmloser als Hochzeitsgedichte. Du machst deinem Namen alle Ehre und wirst von der Gottheit vernichtet. Du machst deinem Namen alle Ehre und wirst von der Gottheit vernichtet. Wer kommt aus der Stadt der Verdammnis? Plant jede Nacht an dem Stammtisch? Seinen taktischen Angriff tötet sie alle und waltet Kraft seines Amtes. Wer kommt aus der Stadt der Verdammnis? Plant jede Nacht an dem Stammtisch? Seinen taktischen Angriff tötet sie alle und waltet Kraft seines Amtes. Oder ich sag euch, wie es ist, wenn du ins VBT reingekommen bist und dann gesehen hast, fuck, die Vorrunde geht direkt gegen Entertainment. Da hast du eigentlich schon das Handtuch geworfen, oder? Da hast du eigentlich schon das Handtuch geworfen. Da hast du keinen Bock drauf. Da hast du wirklich, also ich hätte keinen Bock drauf. Ich hätte wirklich keinen Bock drauf. Da würde ich sagen, nee, komm, lass die Ente weiter. Muss ich nicht, weiß ich nicht. Komm, ich komm nächstes Jahr wieder so. Wenn die Ente mal nicht dabei ist, ich hab keinen Bock gegen den. Auch Asi Beat. Okay, das war Vorrunde 2 gegen GMRA, Bruder. Der hat dich, glaub, beerdigt, Alter. Also, gerade die Vorrunden. Klar, man hat sich, glaube ich, bei diesen Vorrunden noch gar nicht, also man hat sich noch nicht so viel Mühe gegeben, weil es halt eine Vorrunde ist. Und er ist sich erst ins Zeug gelegt im 64., 32., ich will gar nicht wissen, wie es da abgeht. Wir wissen alle, wenn Ente in auf Hochtouren läuft so, gerade JBB, auch Kasa, Jasper, also die Runden fand ich assis. Also so assi, Bro, ist böse gewesen. Dann wissen wir alle, was aus seinem wunderbaren Mundwerk kommen kann. Ich will gar nicht wissen, wie die Runden hier beim VBT sind, ohne Scheiß. Vorrunde Nummer 3, die soll anscheinend assi sein. Also Vorrunde 2 und 1 war ja auch schon krass so. Aber Vorrunde 3 soll noch mal so eine kleine Schippe drauf sein so. Obwohl es ja auch nur eine Vorrunde ist und sich da wahrscheinlich diese Leute wie ein Entertainment, der aus einem JBB kommt und dort weit gekommen ist, sich gedacht hat, ey, VBT muss ich mir nicht so viel Mühe geben in den Vorrunden, aber genau mit diesem Gedankengang läufst du dann ja irgendwie Gefahr, dass dein Gegenüber ja irgendwie eine geile Runde bringt und du dann irgendwie in der Vorrunde schon rausfliegst so. Und das kann sich beim besten Willen ein Entertainment auch nicht leisten so. Entertainment hat ja irgendwo im Battle Rap mit dem JBB und VBT irgendwo ein gewisses Standing und dann als Entertainment in der Vorrunde rauszufliegen, in einem VBT-Ding so, es ist ja nicht VBT-Turnier so, weil das T steht ja für Turnier, ne? Five Head Move. Aber egal, ihr wisst, was ich meine. 3 Minuten 5. Liken, Support ist kein Mord. Produziert ist der Bums von Ification. Bin gespannt, Abfahrt. In jeder Runde war Koala dabei. Also das macht die Runde generell ein bisschen sympathischer so. Jemand ohne Maske zu haben. Wisst ihr, was ich meine? Es macht die Runde generell, nicht, dass Entertainment nicht sympathisch ist, der ist auf seine ganz eigene Art und Weise sympathisch so. Aber ein Koala mal dazu haben, auch sympathisch, sag ich ehrlich. Ich baller Weißes und leg dich im Schneegestöber auf Eis, denn du drehst dich wie das... Auch gut. Auch direkt gut. Weil Weißes geil mit Schnee im Kontext steht. Ich baller Weißes. Ich baller Weißes. Und leg dich im Schneegestöber auf Eis. Denn du drehst dich wie das Fleisch eines Hähnchendöners im Kreis. Auch wieder gute Reime direkt. Plus dieses Schnee und Weiß steht halt geil im Kontext so. Wisst ihr, was ich meine? Direkt wieder nice. Aber die Runde ist auf jeden Fall ein bisschen lauter abgemischt, glaube ich. Also die drückt ordentlich, aber ist nice. Halt die Augen auf. Du wirst sterben in einem Augenblick. Und das alles für den ersten Clip mit 1000 Klicks. Und das alles für den ersten Clip mit 1000 Klicks. Du wirst sterben in einem Augenblick. Auch wie er das betont und wie er gestikuliert, Bro. Das hat so viel Wiedererkennungswert. Wisst ihr, was ich meine?
Ich schwöre es euch, wenn das JBB, VBT generell, Battle Rap an sich, irgendwie eine größere Nummer noch hier im Deutschrap wäre so. Gut, jetzt mal, lass mal Rap am Mittwoch und Top die Takeover außen vor so. Lass mal irgendwie dieses JBB aus unerklärlichen Gründen wieder kommen so. Und lass ein Ente wieder mitmachen. Und wenn er diese Einladung oder diese Chance wahrnimmt, Ente ist fürs Battlen gemacht, der wird die alle an die Wand spitten, so. Von A bis Z, Real Talk. Der ist fürs Battlen gemacht. Und wie krass wäre das nochmal irgendwann, ein JBB zu kriegen. Ein vernünftiges JBB. Vielleicht mit Ente und Sponge, man weiß nicht. Döners im Kreis, halt die Augen auf. Du wirst sterben in einem Augenblick. Und das alles für den ersten Clip mit 1000 Klicks. Du bist ein hässliches Flittchen und machst dir nur mit, um Gegner nach den runden Smileys und Texte zu schicken. Ich glaub. Auch Smileys und Texte zu schicken, so. Jedes Wort, jede Silbe hat so eine ganz eigene Betonung, so. Manchmal geht der hoch, manchmal geht er so runter, manchmal lässt er so Silben ausklingen, so. Oder flüstert die fast am Ende noch, damit so ein bisschen psychomäßiger kommt, so. Du hast das Konzept nicht begriffen. Du hast das Konzept nicht begriffen. Nach den runden Smileys und Texte zu schicken. Ich glaub, du hast das Konzept nicht begriffen. Epix versucht seine Feinde nicht im, sondern erst nach dem Battle zu ficken. Apex, keine Ahnung, wie der Kontrahent, oder wie hat ihn ausgesprochen? Apex, oder? Der Epix versucht. Apex, egal, ihr wisst, was ich meine. Der hat das System getribbelt, Chat. Der hat die Leute nicht während den Battles zerlegt. Der hat eine süße Runde abgeliefert. Hat vielleicht gar nicht gewusst, dass er hier in einem Battle-Turnier ist, so. Und wollte seine Gegner danach erst im Nachhinein. Interessant. Auch eine interessante Herangehensweise, sage ich ehrlich. Seine Feinde nicht im, sondern erst nach dem Battle zu ficken. Hat dich denn keiner vor mir gewarnt? Ich schreibe meine Passagen auf weißen Teilen und blasen sie dran. Das glaube ich ihm sofort. Das sind so Zeilen. Das glaube ich ihm sofort. Und ich glaube, die Leute haben Apex, egal, ne, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, Leute haben ihm auch gesagt, hey Bro, du weißt schon, deine Vorrunde geht gegen Entertainment. Und ich glaube, der Kollege hat auf jeden Fall ordentlich Eiern flattern gehabt. Hätte jeder, glaube ich. Ich glaube, viele haben gesagt, hey Bro, willst du wirklich diese Vorrunde gegen Entertainment battlen? Vor mir gewarnt. Und die Zeile kaufe ich ihm sofort ab, dass er seine Zeilen auf. Und, ne? Keiner macht den Drogen an der Stelle. Ich schreibe meine Passagen auf weißen Teilen und Nasen. Sie treiben dich in den Wahnsinn. Der Meister ist jetzt in Rage. Die Feinde werden zerschlagen, beseitigt und dann begraben. Oh, Digga. Ich reiße dir ein und jage dich. Reiße dir die Organe mit Fleisch. Und dann begraben. Ich reiße dir ein und jage dich. Reiße dir die Organe mit Fleischerbein aus den Magen und zeig. Digga. Ich reiße dir die Organe mit Fleischerbeil aus dem. Die. Wie lange zieht ihr die schon durch? Ein und jage dich, reiße dir die Organe mit Fleischerbeil aus dem Magen und zeige hier keine Gnade. Guck mal hier, und er beendet diese Reimkette, die schon mal sehr sick war so. Und zeige hier keine Gnade. Guck mal, wie dieses Gnade ausklingen lässt, so. Voll psychomäßig, dass du kriegst Angst. Gleise vor dem Orkan, denn mein Gegner rappt noch genauso scheiße wie vor 2 Jahren. Okay, jetzt ist die Reimkette beendet, so. Tut mir leid, denn sein Gegner ist so scheiße wie vor 2 Jahren. Damit hat er diese Reimkette beendet. Öff, Diggi. Bös. Ich brauch mehr Leichen, brauch mehr Tote, brauch mehr Nahrung. Neue Gegner, neue Feinde, neue Paarung. Das glaube ich ihm sofort. Das sei ja beim VBT richtig, also goldrichtig. Neue Gegner, neue Feinde, neue Paarung. Brauch mehr Blut, brauch mehr Gewalt, brauch mehr Gemetzel. Ihr braucht mich und ich brauch Action. Ich glaube wirklich, also meine Theorie einfach. Ich weiß nicht, ob er die jemals bestätigt hat, aber ich glaube, sobald er diese Maske, diese Ente-Maske aufhat, ist er ein anderer Mensch. Ich sag euch, wie es ist. Ich glaube, der nimmt so Sachen wie Eispalast oder Behalt es für dich, Sternenkind. Ich glaube, der nimmt die nicht mit Maske auf. Real Talk nicht. Ich glaube, der nimmt generell nicht mit Maske auf. Aber mit Maske ist er einfach ein anderer Mensch. In einem guten Sinne so. Er ist halt asozialer,
psychomäßiger und hat halt Bock auf Battles so. Braucht mehr Gewalt, braucht mehr Gemetzel. Ihr braucht mich und ich brauch Action. Ich brauch mehr Leichen, brauch mehr Tote, brauch mehr Nahrung. Neue Gegner, neue Feinde, neue Paarung. Brauch mehr Blut, brauch mehr Gewalt. Oder Chat, ihr habt recht, ohne Maske ist er ein anderer Mensch. Kann auch sein. Wie gesagt, der Typ könnte vor dir an der Supermarktkasse stehen so. Einem Typ, der vom Aussehen her vielleicht ein bisschen schmächtig rüberkommt, dem kommst du aber lieber nicht quer. Dem kommst du aber besser nicht quer. Ich brauch mehr Gemetzel. Ihr braucht mich und ich brauch Action. Du hast leider keine Hütte und pennst meistens unter Brücken. Ich zerreiße diesen Trüppel. Es ist Zeit für dich zu flüchten. Nice. Guck mal, auch ich zerreiße diesen und dein Krüppel ist so voll links-rechts gepennt mit krass fetten Doubles, so voll nice. Pennt meistens unter Brücken. Und sobald er wieder dieses Penner-Obdachlosen-Image anspricht, muss ich direkt wieder an die Runde gegen Jasper denken. Direkt. Ich zerreiße diesen Krüppel. Es ist Zeit für dich zu flüchten, deine breitbeinige Schnitte. Du nennst sie Mutter, fesselig. Guck mal, wie lange er Pause lässt und dann sagt: Du nennst sie Mutter, so, ne? Du nennst sie Mutter, okay? Du flüchten deine breitbeinige Schnitte. Guck mal, deine breitbeinige Schnitte und dann kurz diese Pause. Du nennst sie Mutter, Digga, das ist halt... Du nennst sie Mutter fest. Das hat auch voll diesen Entertainment-Faktor. Ich und fütter sie mit Schweineschnitzel. Du kannst uns mal deine Klitoris zeigen, denn sowas haben in der Regel alle Männer, die Geoclips leiden. Oh... Hat auch einen großen, schwerwiegenden Fehler vor der Runde schon gemacht. Er hat Geoclips geliked. Eieiei. Zeigen, denn sowas haben in der Regel alle Männer, die Geoclips liken. Böse Zeile. Es gibt hunderte Zeugen, du zeigst uns schon in VR2 deinen routinierten Umgang mit Schläuchen. Ich töte diese Szene, um die Standarde zu heben, geh lieber töten. Guck mal, auch hier. Chat, genau, ich wollte es gerade sagen. Selbst hier. Gio hat nicht mal mit dem Battle irgendwas zu tun. Er kriegt trotzdem aufs Maul. Also, real talk. Gio hat nicht mal damit irgendwas zu tun. Er ist mit in der Runde gegen Kasa, da war es ja noch irgendwo verständlich, weil, ne, leibliche Brüder, man kann da gut drauf punchen, so. Er hat nicht mal was mit diesem verfickten Battle zu tun. Und wird trotzdem aus der Hölle gepuncht. Gang mit Schläuchen. Ich töte diese Szene, um die Standarde zu heben. Geh lieber Dönerspieße drehen oder Lammertschutz belegen. Während. Oder, guck mal, auch hier diese Pause. Oder Lammertschutz belegen. Auch diese Gestikulierung so, Bro. Der ist so in seinem Film. Ich lieb das, Bro. Der hat Musik, der hat Rap so gefressen. Was heutzutage noch so selten der Fall ist, generell. Dass jemand seine eigene Musik so fühlt, wisst ihr, was ich meine? Warte zu heben, geh lieber Dönerspieße drehen oder Lammertschuhs belegen. Während du Opfer deinem Kopf suchst, mach ich dir mit der Runde klar, dass du keinen hast und je nach trägst du fort seinen Kopf. Du wirst deutlichster Fleisch, kündigst vor 2 Jahren eine Umfrage bei 200 Fans an und hast sie heute erreicht. Ja, gut. 200 Fans. Guck mal, 200 Fans und 200 Fans. Ich bin auch dankbar für jeden, der kommt so. 200 Fans und 200 Fans, aber wenn ich jetzt 200 Fans hätte, also würde ich jetzt auch keine Umfragen, Gewinnspiele oder Fan-Treffen oder sowas machen, also generell, bei 200 Fans, Brudi, ist halt schon ein bisschen mager so. Stell dir mal vor den 200 haben 170 keine Zeit, 20 haben keinen Bock auf dich, 15 auf dein Profil, weil sie dich haten, 2 davon wollen kommen, können aber nicht und 3 kommen dann von 200. 2 Jahren eine Umfrage bei 200 Fans an und hast sie heute erreicht. Das ist schon wirklich heftig. Bei 400. Das ist schon wirklich heftig. Guck mal, wie ihr das betont. Fans an und hast sie heute erreicht. Das ist schon wirklich heftig. Bei 400 Fans kommt dann die DVD. Das Beste aus 60 Jahren Epic. Bei 400 kommt dann die CD. Wirklich schade, dass Ente für sein Skill so wenig Anerkennung bekommt. Facts, ja. Aber. Er ist nicht selber schuld, beziehungsweise vielleicht ein bisschen schon. Er hat nie was falsch gemacht, er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, das meine ich auch gar nicht, sondern die Art und Weise, wie er halt Texte rappt, die Art und Weise, in welche Richtung seine Texte gehen, die sind halt 0,0 massentauglich. Ente ist nicht massentauglich. Deswegen keine Anerkennung, so, das vielleicht nicht direkt so, also man kann auch nicht massentaugliche Sachen machen, bekommt trotzdem Anerkennung so. Aber
er macht halt so wenig Sachen, die halt irgendwie in Playlisten oder Chartplatzierungen landen können. Heute geht's nur darum. Heute geht's nur um Playlisten, Streams und Chartplatzierungen. Immer mehr geht's nicht mehr. Und wenn Entertainment zum Beispiel ein sehr deepes Ding machen würde mit einer Koala-Hook oder sowas, dann könnte ich mir immer noch, da könnte ich mir noch vorstellen, dass das Ding gut ankommen wird und auch gestreamt wird, geklickt wird. Wisst ihr, was ich meine? Leider, oder was heißt leider so, er will halt sehr, sehr gerne auch diese Assi-Ente raushängen lassen so. Oder das raushängen lassen, für was Entertainment schon eh und für eh, seit eh und je steht. Nämlich Punches, Battlen, Assi-Psycho-Zeilen so. Wisst ihr, was ich meine? Was ich vollkommen, er will sich da auch irgendwo selber treu bleiben so. Und auch wenn er dann den fünften Assi-Track, Psycho-Track rausbringt und damit zwei Streams macht, es juckt ihn nicht. Ich glaube, es juckt ihn dahingehend auch einfach nicht. Guck mal, er hat immer noch Facebook. Wie soll ich meinen? Er hängt immer noch mehr auf Facebook als auf Instagram. Das sagt schon alles. Überhaupt nicht böse gemeint. Nur Liebe für Entertainment generell. Schöne Grüße gehen raus. Aber er hängt immer noch auf Facebook anstatt auf Instagram. Obwohl auf Instagram er hat auch 22.000 Follower oder sowas. Wie soll ich meinen? Würde er sich komplett drauf konzentrieren, mal Promo zu machen, mal eine Single gut zu promoten, so, dann wäre das ein ganz anderer Schnack. Ein ganz anderer. Ich brauch mehr Leichen, brauch mehr Tote, brauch mehr Nahrung. Neue Gegner, neue Feinde, neue Fahrung. Aber ich glaube, er hat auch so generell privat oder so genug Probleme mit sich selbst, so. Oder generell läuft es da nicht immer so rund. Deswegen ist es verständlich. Brauch mehr Blut, brauch mehr Gewalt, brauch mehr Gemetzel. Ihr braucht mich und ich brauch Action. Ich brauch mehr Leichen, brauch mehr Tote, brauch mehr Nahrung. Neue Gegner, neue Feinde, neue Paarung. Obwohl du Ente eigentlich gut vermarkten könntest, Real Talk so. Also polarisierend. Wer ist der Typ mit der Entenmaske so? Den kannst du eigentlich schon auf eine spezielle Art und Weise vermarkten, aber du könntest ihn gut vermarkten. Brauche mehr Blut, brauch mehr Gewalt, brauch mehr Gemetzel. Ihr braucht mich und ich brauch Action. Okay, schreibt mir gerne in die Kommentare, welche von diesen drei Vorrunden eure Lieblingsvorrunde war. Meine war, glaube ich, jetzt die zweite so, weil die zweite davon Reim her nice war. Die dritte war auch nice mit der ewig langen Reimkette vom beim Ende vom ersten Part, Anfang zu Hook hin so. Mir hat die Vorrunde 2, glaube ich, am besten gefallen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht mit der 64. 32. Schreibt mir gerne Sachen in die Kommentare. Like das Ding, schreibt mir gerne eure Meinung rein. Und dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche noch, ein wunderschönes Wochenende. Genießt es, habt Spaß und bleibt gesund. Peace.